herzlich willkommen zum Geschwätzblitz. Wir haben uns ja erst vor 2 Tagen gesehen, damals unter erschwerten Bedingungen, möchte ich es mal so nennen. Da mussten wir improvisieren, mal schauen. Heute kann ich zumindest schon mal wieder eure Profilbilder sehen. Das sieht schon mal gut aus. Also würde ich sagen, starten wir direkt und testen, ob es heute funktioniert. Aber ich bin da sehr optimistisch. Und geht gleich mal zum Zufallsgenerator. Ich gebe hier erstmal eine andere Zahl ein. 100 sind wir dann doch meistens nicht. Sagen wir mal 20. Das passt, glaube ich, immer ganz gut. Die 14. So, dann schauen wir mal. So viel ist noch gar nicht los. Da muss ich, glaube ich, zweimal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 und interessant. Moment, ich richte das mal kurz ein, dass ihr hier auch das Brett sehen könnt. Jetzt sieht das doch alles schon viel schöner aus und ihr könnt auch verfolgen, was wir hier treiben. Ich gucke, bevor ich meinen ersten Zug mache, kurz noch um Geduld bitte ich, schaue ich mal kurz, ob alles okay ist im Chat. Okay, sieht gut aus. Dann beginne ich einfach mal. Wird vielleicht Königsindisch, mal gucken, was Weiß hier so treibt. Aber ich lasse mich da auf jeden Fall nicht von beirren. Und ja, spiele meinen normalen Aufbau. Sieht ganz nach Hauptvariante aus hier. Mal gucken. Oh, das ist ja tatsächlich hier die Hauptvariante. Da ist dann immer so eine Sache, wer eher aus der Theorie ist quasi. Ich hatte das tatsächlich schon echt lange nicht mehr auf dem Brett, deswegen muss ich hier wahrscheinlich jetzt gleich anfangen zu improvisieren. Dame B3. Ich meine, den gibt es. Und der sieht eigentlich auch ganz schlau aus. Frage ist jetzt natürlich, was ich darauf mache. Jetzt liegen halt immer so Abzüge in der Luft, auch in Kombination mit Springer F7. Tja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Zweifel nehme ich hier mal raus. Mal gucken. Dann ist der Bauer zumindest festgelegt und kann sich nicht mehr tauschen. Ja, heute mal ein bisschen anderer Tag, sonst sind wir ja meistens sonntags dran, aber wir sind da ja flexibel. Komm, du nervst mich hier ein bisschen. Das ist eigentlich ein Abtausch, den Weiß in der Regel ganz gerne hat. Weil er jetzt hier das Feld auch für den Springer noch zur Verfügung hat. Wenn ich jetzt rechne, Schlagen D5. Wahrscheinlich funktioniert das taktisch nicht so gut. Aber ich muss auf jeden Fall schnell spielen. Weil ich irgendwie schon ganz schön viel Zeit verbraucht habe hier am Anfang. Da bin ich nicht so glücklich mit, weil die Stellung wird natürlich nicht einfacher. Und Dame B6 war, glaube ich, auch nicht der allerschlauste Zug. Aber zumindest denkt er jetzt auch mal ein bisschen nach. Er hat ja am Anfang sehr, sehr schnell gespielt, was auch immer so recht unangenehm ist. Okay, was spiele ich? Ich könnte mal. So, irgendwann möchte man natürlich da rausschlagen, aber das ist ja alles gerade noch ganz gut. Gedeckt. Den Springer kann ich auch nicht so gut ziehen.
Ich muss mich beeilen. Na gut, dann gucke ich mal, wie er reagiert. So, jetzt kann zumindest nicht der Läufer schlagen, weil der F2 hängt. Und wenn der Turm nimmt, dann so kann ich erst einmal zwischennehmen hier, damit nicht so ein blödes Opfer auf D5 geht. So, jetzt hängt der Turm, dann kann ich eventuell gleich E4 hinterher spielen. Oder den E6 nehmen. Wenn er nach E2 geht, was er ja eigentlich fast machen muss, weil sonst hängt der F2. Und jetzt nehme ich einfach mal hier. Muss nur aufpassen, dass ich hier dann nicht in irgendeine Gabel laufe, aber E4 kann ja dann immer noch eine Drohung sein, auch wenn der Bauer dann erstmal gefesselt ist. Oder ich ziehe dann einfach auch mal meinen König hier in Sicherheit, um allen potenziellen Drohungen aus dem Weg zu gehen. So, jetzt kann ich ja im... Ach nee. Ah, das war die Idee. So, ich bleibe einfach weiter an dem F2 dran. Frage ist, welchen... Ah, der war vielleicht nicht so schlau. Läufer B2 könnte unangenehm werden. Wobei, dann kann ich auch noch den nächsten nach vorne ziehen. Die können dann natürlich auch schnell schwach werden. Ne? Da muss ich immer aufpassen. Das ist dann immer so ein, so eine Gefahr quasi. H5 droht aber auch. Den hätte ich vielleicht auch vorher schon machen können. So, was droht er? Ich mache einfach mal H5. Und guck mal, was kommt. Ja, wenn jetzt Läufer D1 kommt. Dann marschiere ich hier einfach weiter vor. Und dann vielleicht E3 oder D3 im nächsten. Mal den Springer noch mit ins Spiel bringen. Eigentlich bin ich sehr glücklich mit der Stellung, aber gut, bei der Zeit kann halt auch immer noch alles passieren, ne? Insbesondere meine beiden Bauern gefallen mir da ganz gut. Will er jetzt wirklich tauschen hier? Das war gar nicht mal so schlau, was ich hier gerade veranstaltet habe. Weil die Fesselung von dem Läufer doch etwas unangenehm ist. Weil mir war das jetzt auch so richtig blöd. Jetzt ist das Läuferpaar leider ziemlich stark. Ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt noch so gut stehe. Weil meine Grundreihe auch schwach ist und irgendwie war das schon mal besser hier. Meine Zeit ist ein bisschen besser und ich habe hier so die schönen Bauern. Aber das war's dann auch schon. Was nun? Er droht dann auch dazu schlagen.
Jetzt ist aber leider hier auch die Diagonale so schwach. Und mein König hängt da so im Mattnetz drinne. So, vielleicht setze ich ja eher matt. Jetzt droht Läufer G3 zumindest relativ unangenehm. Aber es ist noch nicht direkt matt. Sind leider meine Zeit. Oh nein, das ist ja jetzt sehr, sehr ärgerlich. Da hatte ich es gerade geschafft, jetzt aus der Stellung noch was rauszuholen. Okay. Ja, gut, am Ende ist natürlich komplett gewonnen. Und davor. Ich schaue mal kurz, wo so die kritische Stellung war. Also, hier muss ich eigentlich total gut stehen. Das Läuferpaar kann zwar stark werden und es ist ja dann auch stark geworden, so wie ich es gespielt habe, aber eigentlich hier mit meinen Bauern und ich habe ja auch mehr Bauern, stehe ich halt hier komplett, ja, ich würde schon fast sagen, auf Gewinn. Und dann war es, glaube ich, nicht so schlau, ins Endspiel zu gehen, weil es dann recht aktiv geworden ist. Naja, gut, und am Ende war es wieder gewonnen, aber so ist das halt. Und dann hat wohl die Zeit gefehlt am Ende. Ja, ich weiß, da regt sich ja Nico auch immer so mega drüber auf, dass ich dann halt so langsam bin. Aber so ist es. Okay, dann schauen wir doch jetzt nochmal, was uns der Zufallsgenerator ausgibt. Die 7, diesmal von unten. Oh, jetzt sind es auch schon einige mehr. 2, 4, 6, 7. Ach so, ja, ich habe irgendwie nicht so viel Zeit, eure Kommentare zu lesen, weil sonst verliere ich noch schneller auf Zeit. Kann ja mal gucken, ob ihr euch irgendwas gewünscht habt. Nö, dann spiele ich einfach, was mir so einfällt. Und das ist erstens E4. Ach ja, ich hoffe, euch geht's gut. Mir eigentlich schon. Wir ziehen ja jetzt um im November. Ich habe. Was ist das denn jetzt? Geht's mir gleich nicht mehr gut hier. Was soll das? Boah, naja. Ich nehme mal an. Und lass mich nicht beirren. So, jetzt habe ich schon mal einen Bauern mehr, wenn es sonst nichts hilft. Okay, er hat das Zentrum. Kann er haben. Dafür tausche ich jetzt alles ab und gehe ins Endspiel.
Ja, ich versuche das nächste Mal mehr mit Primus zu arbeiten. Ich hab's verstanden. Also, was macht er denn jetzt hier? Ich entwickle mich erstmal und gucke. So, im Zweifel angreifen. Wenn er nach C5 geht, kann ich ja. Okay, habe ich gesehen den Trick? So, jetzt muss er aber seinen Läufer ziehen. D4 bringt mir wahrscheinlich nicht so viel, dann kommt einfach E4. Ja, wo gehe ich hin mit meinen Figuren? E4 könnte eh mal so unangenehm sein. Ich mache das jetzt hier so. Mal schauen, ob er den schlägt. Ich glaube es ja eher nicht. Und falls nicht, dann muss er sich irgendwie um Springer B5 kümmern. Na, dann mache ich den doch mal, weil das hat mich ja schon ganz schön genervt, diese Batterie mit so potenziellen Drohungen mal E4 zu spielen. Deswegen bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich den hier los bin. Frage ist halt, wie ich jetzt meine Figuren so hinstelle. Aber ich versuche einfach mal vernünftige Felder zu finden. Falls der vertrieben wird mit H6, gehe ich nach G3. Das ist der Plan. Macht er ein bisschen Druck gegen E5 vielleicht? Und schau mal, was er so vorhat. Schlagen, schlagen. Das wäre nicht so. Na gut, soll er schlagen. Ich habe ja immer noch einen Bauern mehr. Deswegen finde ich es okay, wenn ich jetzt meinen Läufer abgebe. Hätte man vielleicht auch anders machen können. Vielleicht war Läufer G3 ein bisschen zu früh. Ich hätte ja auch erst mal gucken können, was er so treibt. Aber je mehr sich tauscht, desto besser. Ja, Graf, das freut mich. Da habe ich wenigstens heute schon eine gute Tat getan. Habe ich. Nee, die hast du dir natürlich selber verdient. Dann kann ich ja nicht sagen, dass ich dir das geschenkt habe. Auf gar keinen Fall. Das war ja eine spannende Partie. So, irgendwie muss ich jetzt mal hier ein bisschen Action machen. Sonst sehe ich das schon wieder kommen. Meine Zeit ist alle, ich habe einen Bauern mehr, aber das bringt mir denn nichts. Ach so. Vielleicht war das gar nicht die schlauste Idee, weil er jetzt tatsächlich wahrscheinlich etwas Gegenspiel hat. Das habe ich befürchtet. So, ich könnte jetzt Springer hier hinspielen. Oh, das ist ja kompliziert, das zu rechnen. Ach komm. Wir versuchen das mal. Kann natürlich sein, dass das jetzt richtig nach hinten losgeht.
die Idee war, dass ich jetzt hier quasi Schach geben kann und wenn mein Springer... Okay. So, droht jetzt was? Oh nein, ich muss mich beeilen. Oh, das war irgendwie echt keine gute Idee. Ich muss den Springer hier wieder loswerden. Koste es, was es wolle. Der nervt. Und dann muss ich ganz schnell matt setzen. Das habe ich mir alles einfacher vorgestellt. Das ist kein Matt hier. Oh nee, jetzt hängt ja auch gleich noch mein Springer. Oh Mann, was habe ich getan? Ich glaube, das wird heute nicht mein Tag. Und dabei stand ich so gut. So, so gut, aber es hilft ja alles nichts zu jammern. Jetzt kann ich höchstens drauf bauen, dass es schwieriger ist, eine Stellung zu verwerten. Wobei man das ja bei dieser Stellung auch nicht sagen kann, die ist nicht schwierig zu verwerten. Ich habe ja überhaupt gar keine Züge. Stellt ja alles ein hier. Oh, und jetzt habe ich tatsächlich einen Turm eingestellt. Ach, ich gebe auf. Was da passiert? Okay, ich glaube... Es war nicht so gut, diese Abwicklung hier zu machen. Also hier stehe ich ja einfach, ich möchte mal sagen, auf Gewinn. Ich habe einen Bauern mehr. Ich kann hier einfach, weiß nicht, Dame F3 spielen oder Springer F5 spielen. Ja, wahrscheinlich Springer F5 und dann Dame G4. Vielleicht, aber der tut auch gar nicht Not. Ich kann ja bestimmt auch anders spielen. Also ganz einfach ist es natürlich nicht. Ach ja, was ist zum Beispiel mit B4? Der sieht doch gut aus. B4 und danach dann irgendwie Dame G4, dann hängt der D3 nicht mehr. Und er ist natürlich kein Selbstläufer. Ne? Natürlich muss man da noch ein bisschen schauen, aber kein Grund, das Ganze zu verlieren. Und dann war die Idee hier einfach nicht so toll, weil er dann doch genug Spiel hat. Also normalerweise sagt man ja immer, zwei Türme sind deutlich besser als die Dame. Aber hier, der Springer ist dann schon recht stark auf E4 gewesen. Ich glaube, er hätte es auch gleich noch ein bisschen besser spielen können. Das geht hier vielleicht noch. Ja, aber danach... auch
Zum Beispiel vielleicht direkt hier schlagen oder so. Naja. Dann gucken wir mal, ob das hier wieder besser wird oder ob das so die ganze Zeit weitergeht. Ich hoffe das ja mal nicht. Die 19. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, TDL. Auf geht's. Ich hab noch mal weiß. Das passiert mir sonst nicht so häufig. Wahrscheinlich habt ihr Gnade mit mir. Gut, ich spiele einfach noch mal das gleiche wie gerade. Aber gut, es kam ja gar nicht B4. Achso, ziehen sollte ich auch mal noch. Wie spiele ich's? Ach, auch gerade. So, den Läufer zieht man immer mal in Sicherheit, damit nicht irgendwann Springer A5 kommt, zu ungünstiger Zeit. Genau, und C3 spielt man, um dann immer mal D4 spielen zu können. Den befragt man ganz gerne mal. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er auf der Diagonale bleibt, so wie jetzt, oder woanders hingeht. Und jetzt kann ich hier so ein Springermanöver spielen. Springer D2, Springer F1. Und dann Springer G3. Und der kann dann entweder nach F5 hüpfen oder auch erstmal dort stehen bleiben. Manchmal kann man auch Springer D2, Springer F1 machen und dann in Kombination mit G4 zum Beispiel. Dann hat man und dann den Springer nachziehen nach G3. Genau, diese D5-Idee, der geht man meistens so mit Dame E2 aus dem Weg, damit man hier nicht in so einen Damentausch reinläuft, den möchte man eigentlich vermeiden. Und ja, mit dem Läufer, der steht natürlich auf B3 besser, weil er da hier die Diagonale hat, aber auf C2 erfüllt er auch erstmal einen Zweck, nämlich er deckt das Feld D3, was mal wichtig sein kann, wenn Schwarz verdoppelt mit Dame D7, Turm D8. Deswegen steht er da in der Regel auch gar nicht so verkehrt und unterstützt hier dann auch noch auf der F-Linie. Frage ist, ob ich jetzt mit G4 spiele. Ach, ich habe heute schon so viel verrücktes Zeug gemacht. Ich versuche es erstmal langsamer anzugehen. Versuch mal vernünftiges Schach zu spielen. Zumindest, liebe Leute, das müssen wir festhalten. Ich habe mehr Zeit. Zum ersten Mal, glaube ich, heute. So, jetzt droht gegebenenfalls mal Springer schlägt E7. Und dann versuche ich hier auf F6 Drohungen aufzustellen.
Bringt der was? Bringt der was? Bringt der was? Bring halt ganz gerne alle Figuren mit ins Spiel. Jetzt rot Läufer schlägt B5. Ja, so viel hat es wahrscheinlich nicht gebracht. So, wie geht's denn jetzt hier weiter? Jetzt stehe ich mal wieder gut. Aber, na gut, wenn man nicht genau weiß, dann erstmal normale Züge machen und gucken, was der Gegner macht. Das ist hier der Plan zumindest erstmal. Ja, das war ganz schlau, sich da einmal zu entziehen. Wohin jetzt mit meinem Läufer? Ich würde den gerne wieder mehr ins Spiel bringen, weil das ist eigentlich ein guter Läufer. Aktuell nicht so viel macht. So, ich habe jetzt das Läuferpaar, das heißt, ich sollte vielleicht versuchen, die Stellung zu öffnen. Und ich will ja so gerne meinen Läufer ins Spiel bringen. Oder am besten beide. Aber erstmal den Weißfelder, weil der Schwarzfeldrige, der steht gar nicht so verkehrt. Der erfüllt da durchaus ein paar Funktionen. Vielleicht kann ich auch Turm D5 mal machen, wenn dann C6 kommt. Okay. So, Idee ist jetzt Läufer G4. Und ja, weiß nicht, ob das so schlau war. Ich habe gedacht, das ist jetzt recht forciert, dass ich gut stehe, aber wahrscheinlich hat Schwarz noch irgendwie einen Verteidigungszug. Vielleicht Turm F7 zum Beispiel. Dann kann ich vielleicht einmal rausschauen. Oder aber auch Springer G6 ist ja auch noch eine Verteidigungsressource. Ja, G6 auch. Schlagen kann ich leider nicht. Jetzt hängt auch mein Turm. Na gut, noch hängt der Läufer ja nicht. Was habe ich denn jetzt hier schon wieder angestellt? Das läuft schon wieder in eine falsche Richtung hier. Das kann ich nicht gutheißen. Was ist denn heute los? Oha. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Es ist auf jeden Fall nicht gut.
Ja, okay, das lag jetzt aber nicht nur an dem Einsteller, das habe ich vorher schon versaut. Irgendwo ist es mir entglitten. Ich muss mal kurz gucken. Also hier stehe ich super. Hier ist auch noch alles super. Dann habe ich ja hier das Läuferpaar bekommen. So, ich glaube, bis hierhin ist alles tutti. Auch Dame G3 kann auch nicht so verkehrt sein mit der Idee, das Feld für den Läufer hier frei zu machen. Und dann Läufer C5 war wahrscheinlich schon nicht so schlau, den Springer hier reinzulassen. Das kann man bestimmt auch anders machen, ja. Wahrscheinlich direkt Läufer G4 oder so. Das war unnötig. Ja, ich glaube, heute ist eure Chance. Versucht mal alle zu fordern. Aber es entscheidet nach wie vor der Zufallsgenerator. Deswegen, Cobra, ich habe gesehen, dass du gefragt hast, aber heute ist leider ein anderer Tag. Deswegen mache ich da jetzt keine Ausnahmen, sondern gehe hier nach dem Zufallsgenerator. Aber vielleicht hast du ja Glück. So. Habe ich gerade schon generiert? Nee, ich glaube noch nicht, ne? Die 11. 2, 4, 6, 8, 10. Oh, das war hier Kramnik. Ich glaube, er hat sich das auch gewünscht, wenn ich das so im Chat gelesen habe. Dann gucken wir mal, ob ich heute vielleicht auch noch eine gewinne. Okay, was spielen wir? Okay, ich wollte eigentlich was anderes haben. Jetzt habe ich hier so eine blöde Marocchi-Stellung. Na gut, hilft ja alles nichts. Es ist halt gar nicht mal so einfach, diese Stellung zu spielen. Für Weiß halt recht angenehm, ne? Weil man einfach langsam die Stellung verbessern kann. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie man das so macht. Na gut, rochieren. Sollte man früher oder später. Läufer nach D7 oder. Oder vielleicht nach E6. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, Dame A5. Da muss ich immer ganz schön aufpassen, dass nicht B4 geht. Vielleicht geht der sogar dann direkt. Schlagen, Springer. Sieht gefährlich aus. Vielleicht ziehe ich doch erstmal meinen Springer in Sicherheit. Und danach kann ich ja Dame A5 vielleicht noch machen. Man muss immer aufpassen, dass man nicht auf diesen Abzugstrick hier reinfällt und der E7 dann hängt, aber der ist ja noch durch den Springer auf C6 gedeckt.
Hey, ihr seid ja gemein. Vielleicht hätte ich auch mal auf C3 schlagen können. Das kann man auch manchmal machen, auch wenn man eigentlich den guten Läufer hier nicht geben möchte. Aber manchmal lohnt sich das, wenn Weiß dann so einen Doppelbauern da bekommt. Da hat man positionell Kompensation. So, jetzt hängt erstmal der C4. Frage ist, was ich danach mache. Vielleicht B5? Oder oh, kann immer der Springer auch schlagen. Oder ich mache mal A6, um B5 vorzubereiten. Gut, aber erstmal muss er sich ja drum kümmern. So, kann ich jetzt nicht schlagen. Schlägt, schlägt, schlage ich mit dem Läufer oder mit dem Springer wieder? Das war ein schlauer Trick. Dachte ich, schlag mit dem Läufer und dann Pre-Move gemacht. Ey, ich habe mal gewonnen. Guck mal, das ist das Gute, liebe Leute, wenn man so viel verliert und so schlecht spielt, dann freut man sich plötzlich wieder, wenn man gewinnt. Das müsst ihr euch auch im Leben denken, wenn mal irgendwas nicht so toll läuft. Dann kann man sich dafür dann mehr über die Erfolge freuen. Ja, Lebensweisheit. Ja, ich muss mich mehr auf die Partie konzentrieren, das stimmt, aber ich will euch ja auch nicht ganz vernachlässigen. Ich möchte ja schon sehen, was ihr so schreibt und da auch drauf eingehen. Das ist ja die Herausforderung beim Geschwätzblitz, sonst könnte ich ja einfach nur spielen. Ist zwar keine Garantie, dass das denn besser wird hier, aber das ist ja nicht die Challenge. Okay, das ist die Wende, sagt Goblin. Da glaube ich jetzt auch mal ganz fest dran. Ja, was war denn die Wende in der Partie? Der C4-Einsteller. Oder, na, ich weiß gar nicht, kann man es nicht noch verhindern? Vielleicht C5 spielen oder so? Und wenn ich schlage, dann habe ich hier immer Probleme, dass mein D7 hängt. Na, weiß ich jetzt nicht. Das ist natürlich auch hochgradig kompliziert. Kann man hier schlagen? Wobei, dann kann der Springer schlagen. Dann ist hier wieder gedeckt. Ja, ich glaube, C5 wäre noch eine Möglichkeit gewesen. Und ich sehe noch was Positives. Ich habe jetzt so wenig Elo. Jetzt gewinne ich auch plötzlich wieder ein bisschen mehr Elo, wenn ich mal gewinne. Das ist ja auch schön, wenn wir hier mit Nikos Account spielen oder mit unserem gemeinsamen. Dann haben wir ja immer irgendwie 2-7 oder so. Und dann gewinnt man ja immer nur ein Elo, wenn man mal eine Partie gewinnt. Und guckt mal, ich habe jetzt hier 31 Elo gewonnen. Okay, dann schauen wir mal, wer der nächste Gegner ist. Die 18. Wieso sind es heute immer so hohe Zahlen?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Typograf, ach hier, gegen dich habe ich doch schon am Donnerstag gespielt. Mal gucken. Da haben wir ja am Ende dann Remis gemacht, weil erstens ich es nicht ganz so glücklich behandelt habe und zweitens die Stellung dann auch. Ach, das hatten wir doch schon. Ja, ich erinnere mich dran. Und ich weiß auch noch, wie ich gespielt habe. Ich weiß aber nicht, ob das korrekt war. Aber du hast mir verraten, dass du dich damit auch nicht so gut auskennst. Deswegen spiele ich es jetzt einfach nochmal genau so. Ich glaube, ich war mit der Stellung eigentlich recht zufrieden, die ich da hatte. Und genau das Gleiche hatten wir auch schon mal am Donnerstag. Jetzt können wir das Ganze nochmal mit Uhr testen. Madli, nicht Premium-Spieler dürfen herausfordern, werden aber nicht drangenommen. Es sei denn, ich achte aus Versehen nicht drauf, was auch schon mal vorgekommen ist. Das soll aber keine Animation dazu sein, herauszufordern, sondern eher dazu, eine Premium-Mitgliedschaft abzuschließen. Das kommt mir doch alles sehr, sehr bekannt vor. Ich glaube, wir spielen einfach nochmal komplett die Partie. Aber ich hatte es da ja so ein bisschen eingestellt, das weiß ich noch. Da hatte ich mein D5 nicht so ganz unter Kontrolle. Das muss ich diesmal anders machen. Oh, liebe Leute, es tut mir sehr leid. Ich habe nicht drauf geachtet. Jetzt seht ihr es groß. Nicht, dass ihr wollt, dass ich singe. Also, das wäre heute vielleicht vergleichbar mit meiner schachlichen Leistung, aber trotzdem nicht so empfehlenswert. Also, was mache ich denn jetzt hier mit meinem D5? Oh, ich könnte hier mal so Läufer G4 spielen. Einfach mal ein bisschen stänkern. Und mit Tempo entwickeln. So ist der Plan. Ja, wir können ja mal eine Special Edition machen, wo wir dann nicht Geschwätzblitz, sondern Gesangsblitz machen. Mal gucken, wie viele Zuschauer dann am Ende noch dabei sind. Ja, das läuft im Ring Springer B5 rein. Dann fähre ich doch lieber damit D7. Aber man merkt das schon so richtig, dass ich heute nicht so gut drauf bin, weil ich für jeden Zug auch echt lange brauche. Also das kennt ihr vielleicht, wenn ihr vor lang nicht mehr gespielt habt oder so, dass ihr euch dann mega unsicher seid. Und und euch immer kontrollieren müsst. So, jetzt habe ich ja aber wirklich ein Problem mit meinem D5. Ja,
Trump die 8 will hier auch nicht machen, dann ist der gefesselt. Oh Mann, ich will nicht auf C3 schlagen. Hilft ja alles nix, ne? Das läuft schon wieder in eine verkehrte Richtung hier. Das gefällt mir nicht so gut. Oh, was ist mit H3? Ach nee, Springer G3, okay. Ja, TDL, gönn dir. Ach doch, Illusionist, ich finde, Blitzpartien kann man schon auch analysieren. Klar, am Ende ist es dann auch irgendwann nicht mehr so spannend, weil es dann halt wirklich einfach nur noch zeitliche Einsteller sind und so. Aber gerade Anfangsphase oder auch sind ja teilweise dann trotzdem auch sehr strategische Stellungen oder so, wo man in der Partie dann auf die Schnelle keinen Gewinn oder keinen Plan gefunden hat. Auch das kann man sich ja durchaus dann im Nachhinein nochmal angucken. Klar, jetzt so die taktischen Sachen, das macht wahrscheinlich wenig Sinn, aber so insgesamt kann man schon mal durchklicken. Ach so, ich habe TDL auch ganz anders verstanden. Ihr habt ihn ja so verstanden, dass er ein Bierchen mit mir trinken will. Ich habe es so verstanden, dass er ein Bierchen trinken will. Und er hat gemeint, dass ich eins trinken soll. Naja, Kommunikation ist schon so eine Sache, ne? Ja, also hier die Stellung. Gut, H3 war jetzt natürlich nicht der Beste. Aber wahrscheinlich ungefähr ausgeglichen. Weiß hat halt das Läuferpaar. Wobei der Läufer auf B3, da bin ich mir auch gar nicht so sicher. Also aktuell steht der hier zwar ganz gut, ne? So die Diagonale. Aber der hat ja auch gar keine. Also wenn ich es irgendwie schaffe, B5, C4 zu spielen, dann ist der ja weg. Und wenn Weiß denn C4 gegenspielen muss, naja, das kann es ja auch nicht sein. Dann schlage ich einmal und spiele dann D4. Na, weiß ich nicht so genau. Unklar. TDL, jetzt gibt es keine Niederlagen mehr. Das haben wir doch gesagt, das war die Wende. Die 3. Oh. Oh, was ist hier los? Okay, 1, 2, 3. Und ich mache gleich wieder auf groß, damit ihr nicht wieder eure Operngläser herausholen müsst. So, wir haben mal wieder. Ach nee, ist ja gar kein richtiger Königsinder. Königsindischer Aufbau mit weißem anderem Aufbau. So, wie stelle ich mich da jetzt hin? Ich würde gerne E5 mal spielen. Vielleicht auch jetzt. So, ich habe das jetzt nicht ganz durchgerechnet, sondern eher abgeschätzt, dass das hoffentlich funktioniert. Ja, mal schauen, kann noch viel passieren. So, wie nehme ich denn jetzt hier eigentlich? Oh, so viele verlockende Möglichkeiten. Mit dem Bauer, mit dem Springer. Ich
mal mit dem Springer. So, und jetzt schade. Wenn er nämlich weggegangen wäre, hätte ich ja Springer F3 als Abzug gehabt. Na gut, dann nehme ich mir jetzt das Läuferpaar hier mit. Ach nee, ist ja gar kein Läuferpaar. Ja, zumindest den einen Läufer. Okay, zeigen wir doch mal. Naja, Endspielkünste sind es ja noch nicht. Ist noch ganz schön viel drauf. Ja, wahrscheinlich wird er sowas wie Springer C3 spielen. Genau. So, ich aktiviere mal meine Figuren. Wobei jetzt Springer B5 vielleicht unangenehm. Okay, aber nee, dann kann ich Läufer F5 mit Tempo machen. Und danach den C7 mit dem Turm irgendwie decken. Ja, mein Läufer, der hat irgendwie nicht so schöne Felder. Ich mal gucken, wo ich den hinstelle. Ob ich den nach C6 bringe. Jetzt mal gucken, wenn er schlägt, dann ist es auch schon wieder die Qual der Wahl, wie ich dann schlage. Wahrscheinlich mit dem Turm, weil sonst Springer D5 irgendwie unangenehm ist. Ah, der geht auch gleich, siehst du wohl. Oder kommt dann Dame schlägt A7? Soll er mal machen? Soll er sich dann mal bedienen? Wahrscheinlich macht das auch. Und dann ärgere ich mich, dass ich es zugelassen habe. Aber mir haben irgendwo auch etwas die Alternativen gefehlt. Vielleicht hätte ich C6 spielen können. C6 wäre vielleicht interessant gewesen, weil auf die Gabel Springer C7 kann ich dann immer... Ach nee, ich kann nicht Dame schlägt D4 machen, weil Springer schlägt E8 mit Schach ist. Wisst ihr? So, aber jetzt kann ich... Jetzt wird es Zeit, den Läufer zu aktivieren und gleichzeitig zu verhindern, dass Springer E4 kommt. So, G4 will ich nicht zulassen. Weiß ja gar nicht, ob der so unangenehm ist, aber es ist häufig ganz gut, einfach mal die Ideen des Gegners zu verhindern. Jetzt muss er sich nämlich wieder was Neues ausdenken. Gut, Frage ist natürlich, was ich spiele.
Ah, dann kommt König F3 und dann droht hier wieder. Oh, was mache ich denn jetzt? Kann ja eigentlich gar nicht mal so. Schwer sein, aber so einfach ist es irgendwie auch nicht. Ich muss mich beeilen hier. Jetzt habe ich es irgendwie geschafft, meine Bauern auf Weiß zu stellen, alle. Habe jetzt da so einen blöden Läufer. Gut, da haben wir zum Glück gerade ein bisschen mitgeholfen. Aber so viel besser macht es das Ganze nicht. Schade, da wollte ich jetzt hin. Will ich nicht, dass er nach C7 einsteigt mit dem Turm? Oh, das ist natürlich auch unangenehm. Na gut, hilft ja alles nichts, ne? Dann muss ich darauf hoffen, dass mein König hier der Aktive ist. Und ich nicht meinen Turm einstelle. So, wie geht's jetzt weiter, ihr liebe Leute? Kann ja eigentlich. Oh, der geht nicht. Oh, jetzt ist meine Zeit ja auch schon wenig geworden hier. Dass es aber am Ende auch immer noch so spannend wird hier. Ach, ihr diskutiert gerade über Bundesliga. Ja, wahrscheinlich haben einige von euch dieses Wochenende entweder schon Spiel gehabt oder morgen noch Spiel. Dafür natürlich viel Erfolg. Und ich gucke jetzt noch mal kurz, was hier passiert ist in der Partie. Ja, wie kam das denn noch mal? Ach ja, ich habe so schlau es geschafft, meinen Läufer dann doch schlecht zu stellen. Also gut, hier die Stellung mit Läufer gegen Springer. Na, ich denke, die ist sehr, sehr nah am Ausgleich. Ich finde es halt häufiger einfacher, mit dem Läufer zu spielen. Aber das ist natürlich noch weit von irgendwie Vorteil oder Gewinn entfernt. Ja, und dann war das irgendwie nicht so schlau, mit C6 und D5 zu spielen und das Endspiel. Na gut, das Turmendspiel mit dem aktiven König ist wahrscheinlich okay. Wo kam es? Hier. Ja, und hier ist dann wahrscheinlich schon gewonnen.
Aber gut, das ist dann auch immer noch eine andere Frage, wie es denn ausgeht. So, fragen wir noch mal unseren Zufallsgenerator. Oha, es ist ja auch schon kurz nach 9, ey. Es ging so schnell rum, weil ich mich am Anfang auch so geärgert habe. Die Nummer 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Wieder weiß. Ich habe irgendwie noch gar nicht großartige Zugvorschläge von euch oder Eröffnungswünsche von euch gesehen. Aber das kann auch daran liegen, dass ich doch nicht alles immer beobachten kann. Deswegen heute recht eintönig, was die Eröffnungswahl angeht. Wobei C5 hat man noch gar nicht. Zwei Partien mit E5. Was ist jetzt hier los? Erschwert Bedingungen. Quatsch, was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, nicht schlecht. Okay. Das ist auch manchmal, wenn ich simultan spiele oder so, und dann hat man ja an jedem Brett ganz andere Eröffnungen. Und dann komme ich und denke irgendwie, ich spiele irgendwas Sinnvolles. Und wenn ich dann die nächste Runde komme, sehe ich, dass das ja totaler Quatsch war, was ich da gemacht habe. Kann ich jetzt nicht E5 spielen? Ah, na, der E3 hängt am Ende. Oder? Komm mal ein bisschen Remi Demi, geht das? Ich möchte es so gern spielen. Komm, hier. Ach, der denkt ja nicht mal drüber nach, rauszuschlagen. Schade, schade. So, was jetzt? Kann ich nicht auf jetzt B5 nehmen? Ich bin gerade schon wieder in so gefährlicher Hau reinstelle Laune. Oder Springer schlägt E6, sieht irgendwie auch gut aus. Oder erst hier nehmen. Das ist vielleicht das Allerbeste. Und dann, wenn der Läufer nimmt, kann ich auf B5 schlagen. Ach nee, war das mit Schach dann Dame? Ach Quatsch, ich habe noch einen Läufer. Ja, so rum war es, glaube ich, besser. Das andere wäre vielleicht auch gegangen, aber so, jetzt einmal durchzählen. Dame gegen zwei Figuren und noch zwei Bauern obendrauf. Das sieht doch ganz gut aus. Juhu! Jetzt habe ich vielleicht auch langsam wieder meine Zahl, die ich am Anfang hatte. Ja, ich guck mal, E5. Also, was ich hier gerechnet habe, ne? Schlagen, wobei dann kann ich ja auch immer noch auf B7 wahrscheinlich zwischennehmen. Aber okay, selbst das habe ich hier nämlich gerechnet. So, und jetzt wollte ich Läufer F4 spielen. Mit der Idee, wenn Dame schlägt F4 kommt, dass ich hier Läufer schlägt. Oder Läufer schlägt B7 sollte auch. Na, wobei dann geht noch Dame E3 Zwischenschach. Aber Läufer C6 Schach, dann. Muss ich mal kurz zählen, was habe ich? Auch Dame für zwei Figuren. Gut, es geht vielleicht noch solche Geschichten, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für Schwarz ist.
Aber man kann ja hier auch noch irgendwann irgendwie zwischennehmen. Zum Beispiel hier. Gut, jetzt kann ich auch mit dem Springer schlagen, dann ist der E5 gedeckt. Mit der Dame schlage geht vielleicht, Dame schlägt E5. Weil man das vielleicht gar nicht unbedingt möchte als Weißer. Da hat man zwar eine Qualität mehr, aber die Dame steht hier ein bisschen blöd. Schwarz hat einen Bauern und... Naja, aber ich fand es auf jeden Fall interessant und dachte, ach, dann spiele ich das mal so. Ja, ich weiß nicht, was ich... Oh, was hatte ich am Anfang über 2-2? Ich dachte, die hätte ich das letzte Mal schon eingestellt. Na gut. Weiter geht's. Die 5. 2, 4, 5. Bru, Bru. Ich glaube, gegen dich habe ich noch nicht gespielt. So, haben wir nochmal sizilianisch. Was? Ich bin mit 2206 gestartet. Na da muss ich ja noch ein bisschen was reißen. Okay, ich spiele diesmal keinen beschleunigten Drachen, sondern klassischen Sizilianer. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten für Weiß. Läufer G5 ist Hauptfortsetzung. Es gibt aber auch sowas wie Läufer C4 oder Läufer E2. Läufer E3 gibt es, glaube ich, auch. Ja, das stimmt, die Zahlen schwanken hier ein bisschen, aber so ist das ja im normalen System auch. Also da, was ich da schon in einem Turnier eingestellt habe oder auch gewonnen habe, das variiert auch sehr, sehr stark. Und gerade mit dem, ich weiß nicht, was ihr für Faktor habt, ich habe Faktor 20, das geht ja dann manchmal auch echt sehr schnell. So, schön wäre es, wenn ich jetzt D5 durchsetzen kann. Kann ich ja eigentlich. Aber dann tauscht sich gleich so alles ab. Na gut, aber nur deswegen sollte man ja nicht irgendwas verwerfen, habe ich mal gelernt. So, wie schlage ich wieder? Auf Springer schlägt D5, kann ich wahrscheinlich sogar auf E4 schlagen. Na gut, bringt nichts. Dann kommt Springer schlägt E7 mit Schach. Aber das hat sich eh erledigt. So, und wie schlage ich jetzt? Ich glaube mit der Dame. Weil wenn ich mit dem Läufer schlage, dann stehe ich da direkt so in der Fesselung drin. Ja, das war schlau. Aber das kann ich ja auch. Das kann ich auch. Wie schlage ich jetzt auf D5 wieder? So viele Grundsatzentscheidungen heute hier.
Mit dem Turm, dann muss ich schauen, ob vielleicht Lauf F3 sinnvoll ist. Das unangenehm werden könnte. Wenn ich mit dem Läufer wieder schlage, geht vielleicht Turm D2 recht sinnvoll. Okay, der ist natürlich auch nicht blöd. Jetzt habe ich wenig Felder für meine Dame. Aber zum Glück habe ich noch welche. Das ist ja schon mal was. Nach G6 oder nach H4? Kann mich nicht entscheiden. Das ist immer schlecht, weil dann wahrscheinlich nehmen sich beide Züge eh nicht so viel. Und dann überlegt man ewig. Und keine Zeit mehr. Oh, jetzt wird es ja richtig taktisch hier. So, ich überlege gerade dann Springer D4. Mit der Idee, also wahrscheinlich verliere ich hier so oder so irgendwie einen Bauern. Gut, ich hätte vielleicht auf C5 schlagen können. Das wäre vielleicht noch die Alternative gewesen. Aber ich habe das Gefühl, ich spiele heute eher gar nicht so sehr nach kognitiven Gesichtspunkten, sondern eher nach intuitiven. Schon wieder rechnen hier. So, mal gucken, ob ich es jetzt hier einstelle. Kann sein, dass der Zug total blöd war, weil ich auch einfach hätte wieder schlagen können und alles wäre gut. Aber vielleicht war der Zug auch sehr gut. Ah, der war auch gut. Darf ich hier nicht matt gesetzt werden? Boah, ist das kompliziert hier. Wahrscheinlich wäre Turm schlägt D1 zwischenschlagen auch noch ganz schlau gewesen. Aber so sieht es eigentlich auch gut aus, weil der F4 ja jetzt noch hängt und ich ja eigentlich jetzt eine Figur gewinne. Wenn ich das so richtig betrachte.
So, Idee ist, dass ich jetzt nach Dame schlägt F6, Dame schlägt F3 spielen kann. Aber wollte er gar nicht. Ja, das war auf jeden Fall eine interessante Stellung dann, auch recht taktisch. Das Ganze fing hier irgendwie an. Also ich vermute fast, dass auf Springer schlägt D4 es doch am besten ist, den rauszunehmen. Und jetzt entweder Turm schlägt D4. Aber das ist auch alles gar nicht so klar, weil ich dachte, dann kann ich vielleicht Turm C8 spielen. Ist halt irgendwie ganz schön kompliziert. Ob jetzt irgendwie. Ja, auf Läufer schlägt B7 kann ich immer auf C5 nehmen. Vielleicht geht irgendwie so B4, aber dann droht ja auch Läufer F6. Also, das war zumindest der Hintergedanke, weswegen ich das hier gespielt habe. Aber vielleicht geht es ja auch. Sah nur irgendwie so anrüchig aus. Ja, und dann war am Ende noch mal ganz nett. Wo war es denn hier? Springer, 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 Springer. Ach nee, Dame H5 hier. Also ich hätte ja auch auf E6 wieder nehmen können. Und steht dann, denke ich, auch sehr gut. Aber Dame H5 fand ich eigentlich ganz nett. Joa, so eine Partie schafft man noch. Oh, hallo TFP, du bist ja spät dran. Aber besser spät als nie, ne? Von daher, herzlich willkommen. Die vier, diesmal wieder von unten. Zwei, so, letzte Partie für heute. Mal gucken, für alle, die wie TFP etwas später gekommen sind. Es fing maximal katastrophal an. Ich glaube, ich habe drei hintereinander verloren. Erstmal irgendwie 150 Elo gelassen und aber seitdem eine Siegesserie aufgebaut. Mal gucken, ob ich die jetzt bis zum Schluss noch halten kann. Also, wir haben hier wieder Sizilianisch. Neidorf. Ja, sowas ähnliches hatten wir vorhin auch schon mal. Ach, das war genau, wo ich dann mit E5 gespielt habe. Aber das bietet sich hier wahrscheinlich nicht an. Zumindest noch nicht so schnell. So, König ziehe ich immer ganz gerne mal weg, dass ich erstens ein Rückzugsfeld für den Läufer habe und zweitens hier nicht in irgendwelchen Fesselgeschichten drin stehe. Jetzt kann ich doch den gleichen Trick schon wieder machen. Nur jetzt ist er wahrscheinlich nicht mehr so gut, weil Schwarz schon rochiert hat. Soll ich es trotzdem tun? Ja, das mit dem Denken, das fange ich jetzt auch nicht mehr an in der letzten Partie. Ja, TFP, also es war schon, glaube ich, bei Chess24 angekündigt, aber manchmal entscheidet sich das auch erst recht spontan, wann es losgeht oder ob überhaupt. Geblitzt wird, deswegen kann schon sein, dass das manchmal dann untergeht. So, habe ich jetzt was gekonnt hier durch diesen Tausch? Bin ich mir noch nicht so sicher.
Der E5 ist auf jeden Fall schwach. Wenn ich Dame H5 spiele, kann er vielleicht G6 spielen. Und dann muss ich wahrscheinlich Dame F3 machen, um dann mit dem Springer wieder schlagen zu können. Sonst verliere ich hier meinen E5 und den will ich eigentlich nicht aufgeben. G6 schwächt ihn natürlich einerseits auch, aber wenn die Damen getauscht sind, dann tut das auch nicht mehr so viel zur Sache. Ich hätte natürlich auch Dame F3 spielen können. Der wäre vielleicht auch gar nicht so blöd gewesen. Schlagen oder zurückgehen? Ach komm. Ich versuche mal matt zu setzen hier. Und auf den Punkt F7 zu spielen. Das könnte auch vielversprechend sein. B4 muss ich natürlich immer gucken, ob das eine unangenehme Drohung ist. Aber ich dachte, dann kann ich vielleicht einfach sagen, pff, interessiert mich nicht und Turm H3 spielen. Wohin, wohin? Gehen wir mal hier hin. Ja, das habe ich mir schon gedacht, damit du jetzt Springer F8 hast. Aber wenn du Springer F8 hast, dann ist der F7 schwach. Ich rechne gerade, ob ich auf B4 dann trotzdem einfach den Läufer ziehen kann. Mit der Idee, dass sobald dann ein Turm von mir auf F7 schlägt, das sehr unangenehm ist. So, aber wie deckst du denn jetzt den F7? Gut, du kannst auf Wenn ich nach G3 gegangen wäre mit dem Läufer, dann wäre noch Turm. Ach nee, Turm D2 wäre ja auch nicht gegangen, dann hätte ich ja schlagen können. Aber vorhin habe ich so negative Erfahrungen gemacht mit. Oh, da hatte ich die zwei Türme. Na gut, ich muss ja hier nichts übereilen. Kann ja auch erstmal noch meine Stellung verbessern. Springer F6. Ist eine Drohung auf jeden Fall. Mit der Idee, dass nach Schlagen dann E schlägt, F kommt und auf G7 matt wird. Hallo! An Nico und Niklas. Ich habe gar nicht gesehen, ob ihr schon mal was geschrieben habt, aber herzlich willkommen. Ihr habt noch genau eine Minute, um mitzufiebern. Danach ist Schluss für heute. Oh, was mache ich denn jetzt? Turm H3 erscheint mir sinnvoll. Auf F7 hätte ich auch schlagen können. Das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher gewesen. Aber wenn er jetzt wieder mit dem Springer zurückgeht nach F8, dann kann ich Springer F6 machen. Und ich sehe nicht, wie er sonst den H7 decken kann. Ja,
Dann kann ich hier noch mal kurz einen Blick drauf werfen auf die Partie. Was denn passiert? Ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie es angefangen hat. Ach ja, genau. Ich habe den hier wieder noch mal den gleichen Plan wie vorhin gemacht. Wieder hier mit E5 gespielt. Und dann Druck aufgebaut. Ja, mit Dame H5, dann Turm F3, Turm H3. Da hätte man wahrscheinlich irgendwann etwas aktiver spielen sollen, damit ich nicht so viel Druck aufbauen kann. Aber gut. Hat mir, naja, wenn ich sage, dass es mir ununterbrochen Spaß gemacht hat, dann würde ich lügen, weil der Anfang war nicht so tolle. Aber macht trotzdem immer Spaß, mit euch zu quatschen. Ein bisschen kriege ich ja doch mit, was ihr so im Chat schreibt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Heute ist ja erst Samstag. Für diejenigen, die morgen spielen, denen wünsche ich viel Erfolg auf jeden Fall. Und wir sehen uns am Montag, wenn ihr mögt, zur Lernstunde. Bis dahin noch ein schönes Wochenende und bis bald.